Johnson, you got in trouble for refusing to call trans men and women by their preferred personal pronouns. No, that's not actually true. I got in trouble because I said I would not follow the compelled speech dictates of the federal and provincial government. Here's what's happened with Bill C-16 and the surrounding legislation. Free speech is the mechanism by which we keep our society functioning. Why should your right to freedom of speech trump a trans person's right not to be offended? Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like, you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable. Jordan Peterson, dat is die Canadese denker uit Toronto, die is hier een paar dagen. Maar hij is wel een controverse. Hij schudt wel een beetje aan de boom, zeg maar, ja. van de politieke correctheid. En het gesprek gaat over zijn nieuwe boek? Zijn nieuwe boek, ja. 12 Rules for Life. Hallo, nice meeting, Marijn Poels. Now, are you coming in or are we going somewhere? You're coming in. That simplifies. He's a creative, and he really liked the idea of the boat. So. Okay. Yeah. How are you doing? I'm good. Yeah. How are you? Oh, very good. Very good. Yeah. Good. Ik wil één beeld hebben dat ik hem in ieder geval een eindje van voren heb. Yeah. Okay. And okay. Then you can tell me where you're up to. Yeah. Yes. Yeah. Well, that's the thing. Okay. Right. Exactly. Would you like to talk also about the book? Because sure, yeah. Be fun to talk about this getting to the bottom of things idea, though, too, because it's such a problem, because people don't understand that a huge part of the problem in any discussion is figuring out what the discussion is about. Mm-hmm. A huge part of the issue is what the hell's the issue, right? Yes. So where is this path taking you the next few years? Oh, well, you know, what are my plans? I don't really have any plans for the next few years. Well, it's too unpredictable. I think it's walking away with you a little bit at this point. Not a little bit. I'm surfing a 500-foot wave. Mm-hmm. You know, where catastrophe can break loose at any moment. It's like, well, that's what I'm doing. If I've said anything that... Well, I can give you an example. So about 3 months ago, my neighborhood was blanketed by these posters. Ah, I brought it. Yeah. And the poster is quite the thing because, you know, the person... Yeah, that's the one. Community safety. It's a work of art, this thing. About a block away from where I live, there's a big rock in a park, and they completely covered it. They covered totally, like, the telephone poles and all sorts of places in my neighborhood. Yeah. And so, first of all, there's a hotline to my employer, so that's cool. And then the next thing is community safety bulletin, so that's sort of a sexual predator thing. There's an immediate accusation that I've been campaigning against the human rights of women, people of color, Muslims, and LGBT people. I have open associations with neo-Nazis, and that I've been referred to as a Nazi philosopher by the leader of the new constitution, which they spelt wrong, by the way, Constitution Party of Canada. It's like a party no one's ever heard of. And they've come to a point, I think, that they don't even see what the other side is doing. They don't understand conservatives at all. No. There's no desire to understand or to... But is it self-protection? They inhabit an ideological micro-universe, and if you let one snake in, then all hell will break loose. Is that why their censorship laws are coming into practice now? Definitely. Are they calling it fake news? Oh, yeah. Fake news. So what does that mean? Well, it's something I don't agree with. Well, once you allow any example of censorship, it will multiply beyond... We live in a world of chaos and order. And since then, I've been accused of doxing my students. Horrible, but comical.
Schön, schönen Tag noch, ja. Back in 2017, I made a documentary wherein I raised questions about climate change and energy politics. I noticed that even asking questions makes you a suspect. Nou, als je de film The Uncertainty Has Settled van Marijn Poel ziet, nou, dan ga je op zijn minst twijfelen. It is not your typical climate change documentary at all. Maar wordt op veel plekken geweerd en mag niet vertoond worden. Dus geven ze argumenten, de organisaties? Ja, is het verantwoord om in deze tijd dat klimaatverandering al onder druk zit door het opkomend populisme deze film te vertonen? Ja, en dan is het antwoord op die vraag is nee, gaan we niet doen. Ja. Van deutschen Medien blockiert und von grünen Ökolobbyisten aktiv bedroht und teils als Nazi beschimpft. Bart Verheggen, ben klimaatwetenschapper. We hebben vandaag diverse klimaatwetenschappers gebeld. En velen voelden zich niet geroepen om in gesprek te gaan met Marijn Poels. Een documentaire die heel wat forse misvattingen over klimaat tentoonspreidt waarbij niemand gediend is. Ik heb beide partijen aan het woord. En ik vind dat heel gezond in de journalistiek en ook in het publieke debat. En toch zegt u bij roken dat het daar niet gezond is, bij gezondheidseffecten van roken. Dan vraag ik me af waar u daar een andere mening over komt. Ja, maar ik vergelijk klimaat niet met roken. Ik heb een film gemaakt over het klimaat en niet over het roken. We should allow ourselves to ask questions without being demonized or silenced. I was a climate denier, merchant of doubt, conspiracy theorist. So when they level those accusations at you for what could be an innocuous idea or just the fact that you're willing to have a debate about these ideas, the expectation is that you will shut up and quit talking about it. Is the rising tide of political correctness reining in the right to say what you think? It was in this lecture hall at a university in Bristol where Jacob Rees-Mogg was due to give a fairly routine talk to students. But just minutes after he started speaking, a group of protesters came into the back of the hall here and tried to shout him down. Philosophy professor Daniel Bonnevac, you've taught for many years a course on ethics, and you said that you can't teach it anymore. Why? I found that certain issues have become such hot potatoes, it's impossible to do that any longer. People really want to shut down discussion, want to shut down debate, don't want to hear arguments on the other side. Der Streit, was politisch korrekt ist und wo man was sagen darf, ist in Gewalt eskaliert. André Poggenburg will an dem Abend über Gender Mainstreaming sprechen. Die Studierenden empfinden solche Ansichten als menschenfeindlich, wollen verhindern, dass er überhaupt zu Wort kommen kann. Also ich spüre es auch, ne, dass die Menschen zu sehr angepasst sind, ne, dass sie lieber weniger sagen, ne? Ja, als dass sie sich die Schnute verbrennen. Die haben Angst einfach. Ja? Komisch, ja? Ja, die gucken nach allen anderen, wie verhalten die sich, ne? Ja? Und das kopieren die dann quasi. Sag mal, du hast auch in der DDR gelebt, ne? Wie alt warst du da? Als die Mauer gefallen ist, ja, da war ich 25. Im besten Alter, ja. Früher hat man natürlich auch so eine Art von politisch korrekt. Darf auch nicht alles sagen. Sicherlich, sicherlich. Wie hat das ausgesehen? Naja, es gab diesen sozialistischen Mainstream, ne? Ja, die Floskeln und es gab diese ganzen Funktionäre, die Strukturen, das System, ne? Und wenn du da ständig gegen angeschimpft hast und solcherlei Sachen, ne, dann wurdest du da richtig hart für bestraft. Hast du noch Onkels, die der DDR-Zeit bewusst erlebt haben, ja, und die noch leben? Ja, ja. Fällt mir einer ein, der lebt in Rochow, ne? Onkel Helmut. Ah ja. Der kann ja richtig top Geschichten erzählen. Ja, cool. Also mit politischer Korrektheit war das ja so. Bei uns wurde ja von vornherein, der Stalinismus sollte ja hier eingeführt werden. Die Russen wollten ihre Politik hier bei uns ein-
oder haben sie auch eingebracht. Ist ja alles nach russischem Muster hier umgestaltet worden. Du bist ja mit allen Menschen, Proletarier aller Menschen, vereinigt euch. Am besten war es, man hat sich immer überlegt, was man sagt. Denn es gab überall Spitzel, die aufgepasst haben, was man gesagt hat. Hier drüben in dem Haus haben sie mal gesessen, haben uns fotografiert. Das rechte Fenster da. Ja. Das war aufgeklappt und eine alte Gardine dran. Und ich halte hier war ja kein Fußweg, halte mit meinem LKW hier an und steige aus. Und da sehe ich, dass die Gardine da drüben wackelt. Ja. Und ich denke, was ist denn da? Da wohnt doch sonst ja keiner. Die alten Leute waren gestorben und die jungen Leute wollten reinziehen, die das geerbt haben. Und ich gehe dicht daran, nur konnte ich das Stativ sehen, dass das hier hinter der Gardine stand. Es gab viel Spitze, ja. Ja. Und? Ich habe bloß 380 Seiten Stasi-Bericht über meine Vergangenheit lesen können. Das hast du gelesen? Ja. Wir konnten uns immer denken, wer welchen Bericht geschrieben hat. Ne? Ja. Und es waren hauptsächlich die Leute, die alle auf uns neidisch waren. Naja, nicht neidisch, aber die einen Posten hatten. Die mussten irgendwie mitarbeiten. Sonst hättest du den Posten nicht gekriegt, wo du nicht arbeiten brauchte. Und nun habe ich mich da einfach, waren so ein Sims, so, wo du dich raufstellen konntest. Ja, da siehst du ja, wo die Zementsteine aufhören, da konnte man sich so raufstellen. Und ich gleich rangesprungen, Tür auf, Fenster aufgedrückt und als Stativ gefasst und gezogen. Und da kam ein Bulle da raus und noch ein anderer. Die Laren unter das Fenster an, hatten geschnarcht. Die Laren morgens, weil es zu warm war, haben die geschnarcht, wer da an Stativ zieht, ja. Aber du hast die wirklich beschimpft. Ja, wie richtig, ihr Schweine, ihr Tarediebe, habe ich gesagt. Ihr lungert hier rum und andere müssen so früh morgens arbeiten. Ich sollen sie zum Teufel jagen, habe ich gesagt. Da hast du doch Mut gehabt. Ja, habe ich, wirklich. Das habe ich, ja. Could it be that civilians and the lack of freedom of opinion never actually disappeared, but simply morphed into different forms in different times? Am 14. Dezember soll im Berliner Kino Babylon der Karlspreis an den unabhängigen Journalisten Ken Jebsen vergeben werden. Kultursenator Klaus Lederer hat sich zu der geplanten Verleihung auf Social Media geäußert. Der Preisträger ist durch offen abgründigen Israel-Hass, typisch antisemitischer Denkmuster und Verschwörungstheorien in Erscheinung getreten. Vom Geschäftsführer des Kinos Babylon würde ich mir angesichts dessen die Courage wünschen zu sagen, als Plattform für diesen Wahnsinn stehen wir nicht zur Verfügung. Finanziell von der Kulturbehörde abhängig, hat sich das Babylon vorerst den Druck von oben gebeugt und die Veranstaltung abgesagt. Zensur ist es, sagt Jebsen in einem Interview mit RT Deutsch. Vollkommen absurd. Das ist wie, wenn man einen überführten Massenmörder in einer Zeitung interviewt, dann würde man die Zeitung bezichtigen, die das Interview geführt und abgedruckt hat, dass sie mit dem praktisch gemeinsam im Geist dieselben Werte teilen. Niemand würde auf die Idee kommen. Aber das ist die heutige Methode, Leute aus dem Journalismus, die unabhängig sind, und darum geht es ja eigentlich, die loszuwerden, indem man irgendeinen Hebel sucht nach dem Motto, der hat mit dem geredet, dann ist er dessen Meinung. Jebsen organisiert heute Abend eine Demonstration auf dem Rosa-Luxemburg-Platz unter dem Motto Demokratie und Meinungsfreiheit verteidigen. Lasst ab von Hetze und dem Produzieren von Feindbildern. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Wir protestieren hier für Freiheit des Denkens und gegen Zensur. Strange enough,
Journalist Jepsen and Senator Lederer were not present at the demonstration, and unfortunately, both are unwilling to answer my questions afterwards. Hallo Derek, ganz kurz eine Frage. Du hast damals das Buch Showdown geschrieben, womit manche reguläre Medien dich sofort in eine bestimmte Ecke gestellt haben, oder? Bist du derzeit in Frankfurt? Was ist das für ein Mechanismus? Jetzt muss man sich reinversetzen in einen Journalisten, der was geschrieben hat, und ich behaupte jetzt das Gegenteil. Dann ist natürlich die logische Konsequenz, dass dieser Journalist sofort eine Aversion gegen das hat, was ich tue, weil er sagt, Moment mal, ich habe das geschrieben, weil ich der Meinung war, dass das so richtig ist. Jetzt behauptet er was anderes. Das heißt, selbst wenn meine Argumente richtig sind, der kommt aus der Ecke gar nicht mehr raus. Weil er müsste dann ja eingestehen, dass er damals Unsinn geschrieben hat, was Falsches geschrieben hat. Und dazu ist kaum einer bereit. Deshalb verteidigt man dann seine Meinung, die man hatte, möglichst lange. Das war ein ganz typisches Beispiel, als wir es um die Ukraine hatten. Da war von Beginn an sofort die Meinungshoheit von natürlich entsprechenden Interessengruppen. Wir hatten vom Westen ein massives Interesse daran, die Entwicklung in der Ukraine zu beeinflussen, den Umschluss herbeizuführen, diese Revolution herbeizuführen, zu unterstützen. Das sind auch keine Verschwörungstheorien, sondern die Dinge sind faktisch bekannt. Victoria Nuland hat selbst gesagt, wir haben 5 Milliarden Dollar in den Umbau, in den Veränderungen in der Ukraine gesteckt, in den Umsturz gesteckt, in die Vorbereitung dazu gesteckt. Also das ist heute selbstverständlich, dass der Westen hier massiven Einfluss genommen hat. Aber in der ersten Phase war das nicht für jeden klar. Da war es der böse Russe, weil natürlich, klar, die westlichen Thinktanks, die diese Dinge angestoßen haben, die Machtgruppen hinter den Kulissen, haben natürlich sofort die Meinungshoheit besetzt über ihre Medien, auf die sie Zugriff haben, und haben sofort klargestellt, wie die Sichtweise zu sein hat. Die meisten Journalisten sind sofort darauf angesprungen, oh ja, der böse Russe, und haben entsprechend sich positioniert. Wenn jetzt in den Folgezeit rauskommt, in den Wochen, Monaten danach, dass es da noch eine zweite Story zu gibt, dass die Schüsse auf den Maidan offenkundig doch von anderen abgegeben worden sind, als von denen, wie es ursprünglich gesagt wurde, dann habe ich jetzt als Journalist ein Problem, weil ich habe mich ganz klar aggressiv positioniert und müsste meinen Lesern jetzt sagen, was ich euch damals erzählt habe, stimmt gar nicht. Also verteidigt man seine einmal eingeschlagene Linie, solange es irgendwie geht. Und das nimmt manchmal Strukturen an, die skurril werden, wenn man sieht, wie ein Journalist dann bis zur letzten Patrone, wenn man das in dem Fall sagen darf, bis zur letzten Patrone gegen jeden Sinn und Verstand noch die damals geäußerte Meinung vertritt, obwohl es längst widerlegt ist, dass es so nicht war. Es ist naiv anzunehmen, dass die großen, einflussreichen Medien in ihrer Masse völlig frei sind und tun, was sie wollen. Die sind massiv eingebunden in die Machtstrukturen. Und das passiert natürlich auch in anderen Bereichen, wo es für die Politik sehr, sehr wichtig ist. Dann nimmt man die Medien in die Verantwortung, die Chefredakteure, die Verlagsleiter. Und die sagen der Politik dazu, naja, das kann man nachvollziehen. Wir haben natürlich unseren freien Journalismus, aber wir werden sehen, dass wir hier nicht in die falsche Richtung. Und dann gehen die runter und sagen, ich habe der Kanzlerin zugesagt, dass wir hier uns zurückhalten, dass wir das hier nicht negativ machen. Wer jetzt nicht finanziell hochgestellt ist, und welcher Journalist ist das schon, der muss sich genau überlegen, riskiere ich für eine Story, für einen Artikel, riskiere ich meinen Job, wohl wissend, dass ich wahrscheinlich in den nächsten Jahren keinen neuen Job mehr finde. Der Protestantismus war die erste revolutionäre Bewegung, die funktioniert hat, weil es diese neue Medientechnik gab. Ich habe mal längere Zeit darüber nachgedacht, ob man die These wirklich halten kann, und bin zu dem Schluss gekommen, man kann die geradezu beweisen.
Denn Huss hat im Grunde schon dasselbe verlangt und postuliert wie Luther. Und Huss war eigentlich noch viel mutiger als Luther. Aber Sie wissen ja, was mit Huss passiert ist. Er ist verbrannt worden. Ja, die katholische Kirche hat ihn verbrannt als Ketzer. Und Luther, wenig später, vertritt eigentlich genau dieselben Thesen und wird nicht verbrannt, sondern ganz im Gegenteil. Er wird zum Helden einer neuen Religion. Habe ich recht, wenn ich sage, dass der Medien derzeit immer weniger analysiert und objektiv berichtet, stattdessen immer mehr eine politische Seite vertritt? Ich sehe das in jedem Falle so. In Deutschland kann man das auch auf eine gewisse Tradition zurückführen. Die deutschen Journalisten waren immer schon stolz darauf, auch Meinungsjournalisten zu sein. Nur hat sich jetzt unheilvollerweise das Informieren und die Meinung miteinander verschmolzen. Und heute bieten uns die Journalisten, gerade die Mainstream-Journalisten, auch gerade der öffentlich-rechtlichen Sender, die meisten Informationen schon mit damit verknüpften Meinungen. Das heißt, man lässt den Einzelnen gar nicht mehr die Freiheit, sich zu Informationen neue Meinungen und eigene zu bilden, sondern man macht deutlich, zu diesem Sachverhalt gibt es nur eine akzeptable Meinung. Und diese Verschmelzung von Meinung und Information ist eigentlich der Tod des Journalismus und der Tod der Aufklärung. Und insofern haben wir wirklich einen kritischen Augenblick erreicht. Aber wenn man abweicht von der politischen Mainstream, wird man sofort in der falschen Ecke gestellt. Mhm. Was ist das für ein Mechanismus? Ja, es ist eigentlich der traurigste Mechanismus, den es in einer Demokratie geben kann, dass Demokratien leider auch den Nebeneffekt haben, dass wenn sich erstmal eine Mehrheitsmeinung gebildet hat, eine Minorität oder eine abweichende Meinung sofort stigmatisiert wird. Man wird gewissermaßen zum Sündenbock, man wird zum Outcast und da sind leider Gottes auch Medien sehr stark mitbeteiligt, denn Medien können wie eine Art mittelalterlicher Pranger wirken. Nicht, wenn man sich erst einmal exponiert hat mit einer abweichenden Meinung und die Medien greifen das auf und bringen es ins Bild und zeigen den entsprechenden Ton, dann ist man im Grunde die Negativfigur schlechthin, der Sündenbock, der ausgetrieben werden muss aus der Gemeinschaft, damit sie wieder heil wird. Und dieser uralte Mechanismus ist leider Gottes noch sehr aktuell und es zeigt sich gerade bei all den Themen, die sehr stark moralisiert werden. Also alle politischen Themen in Deutschland werden fast, wenn sie heiß sind, sofort moralisiert, sodass an der Stelle von richtig und falsch oder interessant und uninteressant die schlimme Alternative tritt, gut oder böse. Und wenn sie eine abweichende Meinung äußern, gehören sie zu den Bösen. In dem Konflikt um den Giftanschlag auf einen früheren Doppelagenten in Großbritannien wächst der Druck auf Russland. Russia is responsible for the attack. But it is highly likely that Russia was responsible for the attempted murder that took place on the streets of Salisbury. Dass Russland in Verbindung mit diesem Nervengasanschlag steht. Die Europäische Unie geeft Russland de schuld. So eindeutig, dass wir einfach keine andere plausible Erklärung dafür finden. Der Kalte Krieg lässt wieder grüßen. Russia has challenged the fundamental basis of international order. Muss ich Angst haben für Russland? Ja, Sie müssen. Als aufrechter Europäer müssen Sie in ständiger Angst vor dem Russen leben. Das hilft ja auch ein bisschen, die Probleme zu überdecken für eine kurze Zeit. Aus meiner Sicht ist es auch eine gute Illustration von diesem Theater des Absurden, diese Spaltung, diese Zuspitzung des Diskurses, bei dem die andere Seite, der Opponent, nicht mehr als Opponent betrachtet wird, sondern als Feind. Und dass dem Opponenten jede Legitimation per se abgesprochen wird. Oder besser noch, dass man ad hominem sofort den Opponenten persönlich attackiert, um ihm die Glaubwürdigkeit zu nehmen. Die Art und Weise, wie Russland zum Beispiel zum Fall Vergiftung des ehemaligen Ex-Agenten steht und was die Russen dazu sagen, das Außenamt, der Präsident, die haben sich dazu auch ziemlich detailliert und argumentativ geäußert. Und diese Reaktionen berichten wir auch unverkürzt. Russland ist ja ein nicht unwesentlicher Akteur auf der internationalen Szene. Deswegen, es wäre doch absurd zu unterstellen, dass die Russen jetzt kein Recht auf
ihren Standpunkt haben, dass dieser Standpunkt auch unverkürzt und eins zu eins originär auch in die Welt getragen wird. Tensions between Western societies and Russia bring about the flow of fake news that aim to weaken the European Union. The Russia today is capable of conducting information war against the whole Western world to conquer and to grow an audience in order to make use of this audience in critical moments. Kremlin-produced propaganda flushed over across the continent. Mr. Putin is a gangster that runs a gangster state. Most European hotels are showing, among ordinary channels, also the TV channel Russia Today. It must be defeated, disclosed, and we must tell them, we will win and you will lose. And Mr. McAllister talked about Russia Today. Well, Russia Today gave UKIP a voice in the days when we couldn't get it from the BBC. Sir, perhaps they are defending freedom and a freedom minute. You lot want to close down. Wir sehen uns als einen Beitrag zu der Meinungsvielfalt in Deutschland und wir gehen davon aus, dass auch eine andere Meinung, abweichende von dem, die die Leitmedien in den Schlüsselfragen der Innen- und Außenpolitik haben, wie NATO, Russland, Syrien, Euro etc., dass man auch diese andere Meinung einfach verkraften können muss. Wir sind vor allem hier für den deutschen Leser und Zuschauer da und wir berichten hauptsächlich über die inlandpolitische Themen. Aber sofern relevant, dass dafür stehen wir, berichten wir auch darüber, wie die russische Perspektive zu den einzelnen Themen des internationalen Geschehens ist. Bei welcher Frage auch immer, ob Klimawandel oder der Euro, ob eben die NATO oder Syrien, dass da es nur eine Wahrheit gibt und diese Wahrheit gilt sozusagen dem Zuschauer, dem Leser ins Bewusstsein eingehämmert. Dag Jan, hoe is het? Bij mij is alles goed. Ja, prima. Zeg Jan, je bent al jaren onafhankelijk journalist en schrijft kritische artikelen over bijvoorbeeld klimaatverandering. Hè? Hoe vrij is de onafhankelijke journalist eigenlijk nog? De onafhankelijke journalist die zal nog wel vrij zijn. De vraag is alleen hoeveel onafhankelijke journalisten zijn er nog. Je mag wel over klimaat berichten. Heel graag zelfs. Maar je mag maar op één manier berichten. Je moet zeggen, de aarde is gevaarlijk aan het opwarmen. De menselijke CO2 is de fout. En enkel windmolens en zonnepanelen en elektrische wagens samen met een beetje geothermie en getijdenenergie zijn de oplossing om ons te redden van dit doemverhaal. Als je dat stramien volgt, dan mag je schrijven wat je wil. Als je een opmerking maakt en je zegt, ja, maar zo gaat dat niet gaan, ik ben daar niet tegen, maar laten we toch eens een eerlijke rekening maken, oh nee. Wat zijn de consequenties dan voor de journalist die toch kritisch over bijvoorbeeld klimaatverandering of schrijft? Dat je in de gevestigde media niet aan de bak komt. Zo eenvoudig is dat. Men volgt je wel, want alle redacties in België kennen mij. Ze weten wat ik schrijf, ze lezen ook wat ik schrijf. En dat merk ik ook aan de manier waarop dat ze praten met de hoofdredactie bij ons. Ze proberen ook artikels te verwijderen, ze proberen tussenkomsten te doen, ze proberen je op sociale media weg te zetten. En hoe zetten ze jou dan weg? Als klimaatnegationist. Ik heb vorig jaar een artikel geschreven. Dat ging over een wetenschappelijke studie die dus uitgevonden had dat er plotseling toch 170 miljard ton meer CO2 in de atmosfeer mocht uitgestoten worden vooraleer er een gevaarlijke opwarming zou kunnen zijn. Ja, als je daar dan over schrijft en je maakt de bedenking dat die professoren dat 20 jaar volhouden dat het 70 miljard ton is en dan plotseling is het 240 miljard ton en je maakt daar een opmerking over, dan gaat men jou wegzetten als klimaatnegationist, terwijl je enkel maar bericht op wat er in die studie is gezet. Maar omdat je niet schrijft wat zij willen dat je zou schrijven, probeert men toch tussen te komen. En dat vind ik dan erg bedenkelijk.
een paar weken geleden kwam ik die man tegen en ik geef hem een hand. Ik zeg, kijk, we moeten daar eens over praten. Dan zegt hij, nee, ik praat niet met klimaatnegationisten. En dat is een redacteur, een politiek redacteur van een van de grootste kranten hier in dit land. Dat is beangstigend, dergelijk gedrag. Van de redactie heeft me al de doordag gevraagd, ja, maar we laten een debat organiseren na de universiteit. En Jan Jacob zal er weer naartoe komen en we gaan erover praten. Nee, dat gaat niet. En dan zegt men, ja, iemand die dat verdraait of iemand die de wetenschap niet onderschrijft, daar gaat men niet meer praten. En dan zeg ik u altijd, ja, maar als u het zo goed weet, als u alle waarheid in pacht hebt, waarom praat u dan niet met mij? Dan kan het toch niet moeilijk zijn om mij te ontmaskeren als iemand die onzin vertelt. Maar blijkbaar gebeurt dat niet. Je bent een vijand en die vijand moet bestreden worden. Zo ervaar ik het eigenlijk. Sie glauben ernsthaft, dass sie uns retten vor dem Faschismus oder vor dem Neofaschismus und. Das Problem ist eben nur, sie halten uns als Bevölkerung nicht mehr für mündige Menschen. Denn wenn uns unterstellt wird, wir sind mündig, wir sind erwachsen, dann müssten wir auch in der Lage sein, selbstständig uns vernünftige Urteile über Informationen zu bilden. Und da sehe ich das große Problem. Und deshalb sind wir auf dem Gegenpol der Aufklärung angelangt. Die Aufklärung ging es darum zu informieren, damit die Menschen sich selbstständig eine Meinung bilden und selbstständig denken können. Und heute geht man davon aus, die Kunden sind nicht mehr mündig, die Bürger sind nicht mehr mündig. Gott sei Dank gibt es verantwortungsvolle Politiker und Journalisten, die uns auf den rechten Weg bringen. Und das ist allerdings sehr fatal. Denn das ist das Traurige, der Journalist als Volkshochschullehrer, das ist eine Figur, die wir nicht brauchen und die bald abgelöst werden muss von einem frischen, neuen Journalismus, der sich wieder an die alten Ideale zurückerinnert, objektive Berichterstattung und den Bürgern die Chance geben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Schönen guten Morgen, Frau Müller. Ihr Puls. Ja, ich bin sogar in Leipzig angekommen. Der Anfang des Ganzen war ja, dass ich mich mal lauthals über Markus Lanz beschwert habe. Ja. Er hat eine eigene Sendung und hatte damals die Sarah Wagenknecht in seiner Sendung, die Fraktionsvorsitzende von der Linkspartei. Zu tun, das ist Aushöhlung von Demokratie. Selbst Gregor Gysi hält. Das sind doch so schrille Töne und auch populistische Töne, für die man dann auch Applaus kriegt, wie Sie gerade gemerkt finde, haben. Also was ich finde, wir brauchen eine Diskussion darüber. Haben Sie Angst vor der AfD in Wahrheit? Weil die Ihnen 350.000 Stimmen abgeluchst haben? Sie hat sich der AfD ja mal angenähert. Sie hat mal den Herrn Lucke bewundert, ja? In einem Spiegelgespräch. War ihm sehr nah. Wenn man das hat nicht Herr Lucke mit Herrn Lucke abgelehnt. Diskutieren kann, also ich bitte Sie, ich diskutiere mit Herr Lucke, Ihnen, der AfD, grundsätzlich Sie diskutiert demokratisch mit ihm. Sie haben ihm zugestimmt, ist. Was seine Eurokritik angeht. Sie waren sich ganz nah. Er hat so ein unmögliches Interview geführt und wollte sie vorführen und hat sie nicht ausreden lassen. Und haben eine Petition geschrieben, also raus mit Markus Lanz aus meinem Rundfunkbeitrag. Und da haben über 200.000 Leute haben das unterzeichnet. Und die Zeitungen, die haben diese ganze Geschichte begleitet. Also es gab keine Zeitung in Deutschland, in der ich nicht mit großem Bild abgebildet war. Und was war der Tendenz von den Zeitungen? Es war erstmal Verwunderung, ja, und dann wurde gesehen, dass diese Petition pro wirklich jeden Tag etliche tausend Leute mit unterzeichnet haben. Und dann kippte die Stimmung und dann wurde quasi, dann wurde man so verteufelt. Dann war das ein Mob, der den armen Markus Lanz jagt. Und wir wurden dann mit allen möglichen Zuschreibungen bedacht, Hexenjagd und alles, was dazugehörte. Ja. Also wir hätten das bis zu 1 Million treiben können, aber ich hatte dann auch die Nerven nicht mehr dazu. Ne? Das war so eine verrückte Zeit. Aber wir haben da so viele Kontakte geknüpft in der Zeit, dass wir dann diesen Verein daraus gegründet haben. Wir nehmen Programmbeschwerden von dem Publikum auf, wenn die eine Schwachstelle im Programm entdeckt haben oder einfach eine falsche Berichterstattung, eine einseitige Berichterstattung, was in den ureigenen Gesetzen der Anstalten steht. Ja. Und zwar ist das wahrheitsgemäß, objektiv, unparteiisch und unvoreingenommen zu berichten.
Und was ist die Hauptkritik an der öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Kontra Russland, gegen Friedensbewegung, gegen Kritik an der Berichterstattung. Alles, was bestehende Narrative in Frage stellt, wird verteufelt. Man darf durchaus an professionelle Journalisten appellieren und sagen, erinnert euch daran, woher ihr kommt. Ihr wart mal die Speerspitze der Aufklärung und jetzt seid ihr wirklich zu traurigen Manipulatoren eines scheinbar fehlgeleiteten Volkes geworden. Erinnert euch zurück, was Journalismus hieß und was euch stolz gemacht hat. Journalism really has become political biased, with no room for different directions. Then what does democracy mean? Der Gründungsvater der Europäischen Union, Richard Codenhove Kalergi, er sagt, wir sind über Jahrhunderte, hatten wir eine Herrschaft des Adels, des Blutes. Und er beschreibt auch, warum das durchaus sinnvoll war, dass einfach jemand, der in einem Herrscherhaus groß geworden ist und von klein auf Diplomatie gelernt hat und aufgesogen hat, eher in der Lage ist, interstaatliche Dinge zu verhandeln, als jemand, der auf dem Land als Bauer groß geworden ist und dann mit 20 sich überlegt, jetzt mal einen Staat zu führen. Und daher sagt er, das war durchaus sinnvoll, dass der Adel das gemacht hat und nicht der Bauer. Und er sagt, wir sind heute in einer Phase, wo wir auch keine Demokratie haben. Wir haben eine Herrschaft des Geldes, derer, die schon lange an der Macht sind, die Konzerne aufgebaut haben, Unternehmen gegründet haben, und zwar schon vor langer, langer Zeit, und deren Familien, deren Netzwerke. Und er sagt, dass das aber auch vollkommen in Ordnung ist, weil er sagt, dass jemand, der einen großen Konzern gegründet und hat und führt, einen größeren Überblick über die Dinge hat und Dinge besser entscheiden kann als jemand, der seinen Alltag vor dem Hartz-IV-Fernsehen und beim Fußball verbringt. Und er sagt, wir haben heute eine Herrschaft des Geldes und derer, die ohnehin schon an der Macht sind. Eine Plutokratie nennt man das. Aber da die Menschen auf der Straße eine offenkundige Plutokratie nicht akzeptieren würden, haben wir ihr eine Scheindemokratie vorne angestellt. Die Leute haben das Gefühl, sie könnten was mitentscheiden. Tatsächlich hat ihr Entscheid, das, was sie mitentscheiden, überhaupt keine Auswirkung auf das, was hinten dran passiert. Wie frei ist eigentlich der Markt noch? Wie viel kann der normale Mensch da noch an entscheiden? Die Notenbanken haben brutalen Einfluss, brutalen Zugriff auf die Märkte und treiben diese Märkte momentan seit einigen Jahren nach freiem Belieben. Und da ist kaum noch was an freiem Markt zu spüren, der sich an den normalen Marktgesetzen orientiert. Aber natürlich gibt es auch die großen Spieler, die großen Investmentbanken, die großen weltweiten Fonds, die Billionensummen verwalten und die einen massiven Einfluss auf diese Märkte haben und den auch nutzen, die Märkte in ihrem Sinne hin und her schieben. Und da ist der kleine Anleger dazu natürlich oftmals Spielball dieser großen Mächte. Das ist ganz selten eine Entwicklung von Angebot und Nachfrage im Sinne der Unternehmen, zumindest was die kurzfristige Entwicklung angeht. Also die Bewegung innerhalb eines Tages, innerhalb weniger Tage oder Wochen, das hat oftmals sehr, sehr wenig mit den wirklichen wirtschaftlichen Entwicklungen des einzelnen Unternehmens zu tun, sondern mit den Spekulationen, mit den großen Geschäften der großen Investmenthäuser. Die machen ihr Ding und manipulieren die Märkte, man kann es so sagen, die Kurse so, wie sie es gerade haben möchten. Aber irgendwann muss es krachen, oder? Wir haben eine extrem angespannte Situation an den Finanzmärkten. Wir sehen, die Zinsen sind auch immer nahe 0%. Und das ist natürlich deshalb, weil wir eine Notsituation haben. Und die haben wir jetzt schon seit 2008 und haben bisher das Problem nie gelöst. Wir haben das Problem nur vertagt, aber die Grundprobleme nicht gelöst. Und die werden immer schwieriger und immer größer. Man muss sich das vorstellen wie in San Francisco auf der Erdbebenspalte. Wir kennen die Zusammenhänge, wir sehen die Spannungen, die sich aufbauen. Die können wir auch messen, die können wir auch hier messen. Wir wissen, dass wir unter extremer Spannung in den weltweiten Finanzsystemen und in den Wirtschaftssystemen stehen. Wie in San Francisco kann niemand sagen, wann es kommt. Jeder weiß, dass irgendwann the big one kommt. Und der nächste große, der kommt,
da sind wir uns mit den meisten Experten einig, wird näher an 1929 liegen als an dem, was wir 2008 erlebt haben. Aber wer sind dann die Plutokraten? Wer sind die Eliten? Ich würde sagen, es sind Machtnetzwerke, die über Jahrzehnte, wenn nicht sogar über 200 Jahre entstanden sind, die sich zum Teil massiv gegeneinander stellen, die massive Kämpfe auch gegeneinander, eigene Interessen verfolgen, die sich in anderen Dingen wieder miteinander vereinen. Und deren Machtkämpfe, das erleben wir dann oftmals in dem, was wir im Alltag in merkwürdigen Entwicklungen sehen, was tatsächlich Machtkämpfe hinter den Kulissen dieser Eliten waren. Eines der wesentlichen Ziele dieser Eliten ist es, die Menschheit zusammenzuführen, die Welt zusammenzuführen. Eines Tages wird die Welt zusammengewachsen sein, werden die Menschen gemeinsam ihre Probleme lösen. Und man wird über Religionsunterschiede, Hautfarben, Rassen und so weiter, wird man lachen. Das wird aber auf normalem Wege viele hundert Jahre in der Zukunft liegen. Namhafte Wissenschaftler wie Stephen Hawking sagen, die Zeit haben wir nicht mehr. Wir verfügen heute über solche Massenvernichtungswaffen, die in einem der nächsten großen interkontinentalen Konflikte freigesetzt werden, dass sie die Menschheit ausrotten, bevor wir als Menschheit zusammengefunden haben. Wir sehen momentan viele Entwicklungen, die dazu ausgelegt sind, dieses Zusammenwachsen der Menschheit möglichst zu beschleunigen. Das führt zu Reibungshitze, wenn ich was beschleunige, und das sehen wir momentan an vielen Konfliktherden. Wer das Verschwörungstheorie nennt, das andere Wort dafür heißt Globalisierung. Wir werden diese Machtstrukturen nicht verändern. Mir geht es aber darum, dass die Gesellschaft wieder eine Stimme haben muss gegen die Plutokraten, die hinter den Kulissen immer frecher werden und die demokratischen Kontrollmechanismen, diese Scheindemokratie zumindest hatte in der Vergangenheit, durch noch lange freie Medien, eine gewisse Kontrollinstanz, sodass sie nicht alles machen konnten, was sie wollten. Da gab es noch so ein bisschen Massenkontrolle, dass man nicht ganz frei einfach Willkür walten lassen konnte. Das verlieren wir momentan gerade. Das heißt, wir wandeln von der Plutokratie hin zur Kleptokratie. Früher hat man Politiker beeinflusst. Die Politiker wurden vom Volk gewählt und die Elite haben dann versucht, die Politiker zu beeinflussen. Die Mühe macht man sich heute teilweise gar nicht mehr, sondern bringt die eigenen Leute gleich in die Ämter. Dann muss man auch niemanden beeinflussen, weil man sitzt ja selber da. This is not a time right now to wishful thinking the government is going to sort things out. Washington is not the biggest player in this. The global bankers are the biggest players. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. How much are you paying for gas, for electricity, for your credit cards? Great vampire squid, wrapped around the face of humanity, relentlessly jamming its blood funnel into anything that smells like money. Jeder nehme, was er kann. Jeder bediene sich, wo er gerade möchte. Und die Medien sind so handsam, dass sie das nicht thematisieren. Und damit wird es immer leichter, sich immer unverschämter zu bedienen. Und die Bevölkerung steht staunend da und wundert sich, was da passiert. Die Interessen der Gesellschaft fallen momentan komplett hinten runter, weil es keinen Vertreter mehr gibt, keinen Zusammenschluss der Bevölkerung, der Bürger mehr gibt, die mit einer Stimme sprechen. Aber die Elite natürlich sehr organisiert ihre Macht immer weiter ausbaut und damit natürlich immer aggressiver einfordert. Wir bräuchten wieder eine Basis der Bürger, die sich zusammenschließt oder die sich zusammennimmt, um mit einer Stimme zu sprechen. Aber das wird, wo immer es sich gründet, sofort unterbunden, sofort sehr, sehr mit raffinierten Methoden wieder auseinanderdividiert. Man sorgt dafür, dass die Bevölkerung sich aufsplittet in rechts und links und halbrechts und halblinks und sich gegenseitig ständig in Schach hält. Und die Bürger akzeptieren das. Da wettern dann die Linken gegen die Rechten und die gegen die und anstatt, dass die sich zusammentun und sagen, Moment mal, es geht nicht zwischen horizontal rechts gegen links, es geht um vertikal, es geht gegen unten gegen oben. Es geht uns als Masse der Gesellschaft gegen die Elite, und zwar nicht konfrontativ, sondern als Ausgleich. Wir möchten unsere Interessen wahrgenommen werden, und zwar die Interessen der gesamten Bandbreite, von rechts nach links. Die Masse ist natürlich in der Mitte. Und dazu müssen wir einfach akzeptieren, dass wir uns zusammenführen, dass wir auch Gespräche führen dürfen über sämtliche Stoßrichtungen einer Gesellschaft.
people have to understand that the left and the right need each other. The liberals and the conservatives need each other. A fair bit of your political preference is determined by your biological temperament. So if you're a creative type who's kind of disorderly, then you're likely to be on the liberal left end of the distribution. And if you're a non-creative type, especially if you're orderly, then you tend to be on the right wing end of things. They exist because some of the time your best strategy is to do what other people have done and shut the hell up and just do it. Run the algorithm, right? The pathway's already laid clear. It works. Stay in the damn rut and move forward. And when things are going right, it's the right approach. The problem is that sometimes it's not the right approach because something has shifted. And so something new has to emerge. And so then there's a bunch of people who are adapted to the new. And so they're going to lean to the left. The only way that we can survive the fact that we're different and the fact that we need each other is by continually talking. We have talk constantly. It's like, well, how much of what we're doing should we preserve versus how much of what we're doing should we transform? And the answer is, well, we don't know because the environment keeps changing. So what do we do about that? We talk. The alternative is to separate, as you pointed out, into two camps that don't talk. The consequence of not talking is that you fight. That's the end game. Was erinnern wir hier eigentlich? Das erinnert an die damals Kalte Krieg, zwei verschiedene Gesellschaften, Trennung von im Grunde ein Volk, aber dann doch am Ende zwei verschiedene Völker, dann hat man daraus gemacht. Ja. Dass auf einmal Familien getrennt wurden, die sonst immer zusammengelebt haben, sich nicht mehr sehen durften, ohne einen wirklichen Grund dahinter zu sehen. So als Außenstehender hat man das ja überhaupt nicht verstanden, dass man da jetzt einfach getrennt wurde, nicht mehr auf die andere Seite durfte. Das ist jetzt nichts, sagen wir mal, was Besonderes. Es ist nur eine Mauer. Ne? Aber die Geschichte hinter dieser Mauer, ne? Was wirklich passiert ist, wie viele Leute versucht haben, über diese Mauer zu klettern, ne? Was wirklich hinter den Mauern oder hinter den Kulissen passiert ist, ne? Das ist interessant, sich mitzunehmen. What should we learn from it? It shouldn't happen again. We need to unite and everyone is human. Das soll uns im Grunde, glaube ich, dazu zum Nachdenken geben, ne? Wie früher, also was man eventuell aus der Geschichte lernt und auch vielleicht für die Zukunft, dass so etwas nicht mehr passiert, nicht nur in Deutschland, aber auch nicht in Europa, sondern nirgendwo auf der Welt. I think it's not the wall we should remember, but what has animated us to build it. Die AfD-Politikerin Leila Bilge organisiert einen Frauenmarsch zum Kanzleramt. Wenn die Polizei Frauen rät, nicht mehr alleine joggen zu gehen, ist eine Grenze des Ertragbaren erreicht. Bilge ist Kurdin und ehemalige Muslimin. Vor über 30 Jahren flüchtete sie mit ihren Eltern vor der Verfolgung in der Türkei nach Deutschland. Hier in Deutschland veranstaltet sie Benefizkonzerte und hält Vorträge über den Islam, Kinderehen und Frauenrechte. Das brachte ihr Drohungen von Islamisten ein. Auch die Medien mögen sie nicht mehr, seit sie zur AfD ging und kritisch über den Islam und die deutsche Flüchtlingspolitik spricht. Wir demonstrieren gegen den geplanten Frauenmarsch eines AfD-Mitglieds. Wieso wir jetzt, also plädieren letztendlich dafür, dass sie für Frauenrechte eintreten, aber letztendlich spielen sie eigentlich nur rassistische Ressentiments aus, eben weil sie sagen, Sexismus sei eben nur importiert, Sexismus von Muslimen beispielsweise oder so etwas in die Richtung. Deswegen stehen wir hier und deswegen demonstrieren wir gegen die AfD und gegen diesen AfD-Frauenmarsch. Und was versuchen Sie heute, den Frauenmarsch zu blockieren? Wenn es möglich ist, werden wir das versuchen, natürlich.
Weil die AfD ist erstens furchtbar nach rechts abgedriftet und agiert mit menschenverachtender Denkweise. Beispiel ist jetzt heute zum Beispiel der Grund, dass sie hetzt, dass deutsche Frauen nicht mehr sicher leben könnten, wegen der bösen muslimischen Männer. Aber es heißt heute eine Frauenmaß. Das ist für die Frauenrechte. Ja, da brauche ich keine AfD, dann mache ich das lieber mit denen hier. Ich brauche es mit dieser Hetzpartei nicht. Was ist da Angst? Dass wir halt einfach nicht wollen, dass der Feminismus, der ja schon immer ein linkes Thema war, für so etwas instrumentalisiert wird. Und deswegen stehen wir heute hier mit sehr vielen Verbänden, mit antifaschistischen Verbänden, mit linken Verbänden, aber auch mit vielen Frauenverbänden und mit vielen feministischen Gruppen. Aber komischerweise ist das natürlich eine Frauenmarsch für die Frauenrechte. Ja, das ist der Vorwand, aber er ist ja gar nicht für die Frauenrechte, wenn man sich das genau anguckt, sondern nur gegen Geflüchtete. Entschuldigung, ich muss leider losgehen, aber schönen Tag noch. Danke. Good evening, Dave. Martin here. Yeah, listen. Are you still working at the university? I'm working on some stuff, and it might be good to catch up. Yeah. That's perfect. It seems to me that conversation is getting shut down where reasonable arguments are ignored and contested by the color of a flag. One of the big debates in moral psychology at the moment is over the relationship between emotions and our conscious, like rational thinking. So David Hume, a famous philosopher from Edinburgh, said that reason is the slave of the passions, and it ought to be the slave of the passions. When we make moral judgments, when we make political judgments, what we're really doing is having an emotional reaction to some situation or some story, something that has happened. And then what our reasoning does is comes along after that emotional reaction and then makes up some neat little story about it. But what's actually doing the work, many people think, in making us have the moral and political beliefs that we do are those initial emotional reactions. Let me give you an example. When I went on holiday over Christmas, I wanted to take a notebook so I could write down any ideas that I was having about the books that I was reading. I had a choice of two notebooks at the airport shop. One was this incredibly expensive, fancy writer's notebook. The other one was a very cheap notebook that had a Union Jack on the front. Now for me, because of the particular sort of person that I am and the particular history that I've had, a Union Jack has a certain set of associations, a certain kind of network of stories and emotional reactions with it that I'm not completely comfortable with. Okay. But in the end, it was so much cheaper that I thought I would just buy it anyway. Just yesterday, I had to go to a meeting and I had to, I'd been asked to bring a notebook with me. And when I was leaving the house, I was reaching around for a notebook, picked up my Union Jack notebook. It was the first one I could find. I thought, well, this will be a bit embarrassing taking this to the meeting. But it doesn't matter. It's a stupid thought, I thought the rational part of my mind would win the day over the emotional part, so I took the notebook to the meeting. As soon as I kind of got to the meeting, put the notebook down on the table, I was incredibly embarrassed. I was sure that everybody in the meeting was kind of, seeing the notebook, judging me, thinking about what sort of person that I was. Then the first thing that I did when I got out of the meeting was went and threw the notebook in the bin. I can't carry that around anymore. I can't be seen with that. Okay, so what's going on there,
is just this kind of really deeply ingrained set of like emotional associations that I have with this particular symbol, right? The Union Jack, the British flag, that I'm not comfortable with. I couldn't even articulate those assumptions for you. I couldn't tell you exactly what they are. You know, I could have a go, but it wouldn't accurately capture, you know, how deep those associations are, you know, deep enough to kind of make me throw a perfectly good notebook in the bin. Okay, just an illustration of the way in which somebody's life story, the sorts of people that they've been interacting with, the sorts of communities that they've been a part of, the history of their sort of emotional life and emotional engagement can make it that sort of perfectly kind of innocuous words or symbols or concepts that it seems like everybody should be able to agree on can be like really, really sharply divisive. What happened when a certain paradigm is under attack? A cognitive scientist called Jonathan Haidt to say that humans are 90% chimp and 10% bee. Okay. And what he means by that, right, is that 90% of what's going on in our minds is chimp-like. But there's also this 10%, according to Haidt, that is bee-like. You know, it's communal, right? We see ourselves as defined in terms of the networks that we're a part of. And obviously bees, they're things that are willing to die, right, in protection of their hive under certain circumstances. He talks about a thing that he calls the hive switch, okay, where you can put people in a psychological circumstance where the selfish monkey part of their brain gets shut off and the hivish bee-like part of their brain takes over. And instead of being individuals, instead of thinking for ourselves, instead of stepping back from the beliefs and associations that we have in virtue of the community that we're in, we can just knit closer together in that community, okay, and just, you know, refuse to listen to those outside influences and just focus more on what binds us together, the people who we're agreeing with, who are being attacked by this outside influence. How we doing? Everybody's smiling. We're doing good energy, guys. I like that. Where I like it, near dead. That's perfect. I like being here in Edinburgh, man. There's nice people here. Cause I was in Glasgow the other day. Got a place in city center, and I was woken up the other night because a adventurous couple was having sex against my van. My first thought was like, it's an old van, but at the same time, I was also sleeping in it at the time. It's really hard to ignore that, you know? When I look at the political or the public debate, it's quite influenced by political correctness. How is that influencing comedy? People now broadcast everything about them is, I have a Facebook page, a Twitter, an Instagram. I want people to understand me. I guess there's a term, I don't particularly like it, called snowflake, which where everyone has to be treated individually. And I think that culture has developed quite a high level of people actively taking offense. And that, I'd say, is affecting comedy. Because everybody insulates themselves, and if they have to step outside of that, they don't like it, they feel uncomfortable. So they go, I take offense at that. It is because increasingly people are insulating themselves from debate. Too much time went by, and I thought it'd be just weird at this point. You know, I didn't want to be that old man, you know, that just opens up his front door like, hey, you crazy kids, get off my property! I don't want to do that, I'm not that guy. I came to this decision. I just hopped in the front seat, moved the van forward a foot, and stopped. I did a joke that offended a fellow Canadian, actually. She was offended by it, and she was a comic herself, which kind of bothered me a little bit. And since then, it's, I don't know if it's a good thing or a bad thing, but I've second-guessed a lot of things that I've said, because when someone calls you, you know, like a racist, it's, that hits hard. But when you come into a comedy club, you know, you're coming to our house. So you should be ready for that. You should be ready to laugh, because otherwise, you know, you've just
You've come to the wrong place. Go watch a Disney movie. What is the underlying thing? I think it comes down to the way most of us, like I'm 30 and I was born in 1987, and I feel like they call us millennials, but I feel like most of us, we were coddled as a child. You know, we were held a little bit too much. Like I hear stories from my parents that, you know, they would go outside and play and they wouldn't come back until the sun came down. Whereas, you know, growing up, my parents had to know where I was going. You know, they wouldn't let me sleep overnight some places. They're just a lot more careful. I think that has resulted in us being oversensitive, is just what it comes down to. I think it really stems from a lot of our childhood. Everyone was told they're so special. And because of that, a lot of people can't take a joke now, and it's unfortunate because it's I feel like every topic, like nothing's untouchable, and that's what's so great about it, because if you feel bad about something, it's a release, you know, it's a way to let go and to find kind of the bright side on a dark issue. Do you believe that we should give those who think extremely different a stage to proclaim their perspective or views? Yes. Why? Because I think the most important thing in trying to come to a balance of views where we can agree with each other and understand each other is to cultivate this ability to listen sympathetically to what other people have to say and to try and understand where they might be coming from. So one of the things that I mentioned before is this kind of distinction between thinking on the one hand and feeling on the other hand, and the ways in which actually, if you kind of look at our psychology, thinking and feeling are really kind of messed up together, right? You can't really pull them apart. So I think what we need to do when we're confronted with views that seem very alien or confusing or upsetting to us is to actually try and engage with those views and engage with the people who hold those views. And the key to doing that is to give them some kind of platform or some kind of way that they can interact with us as people. And that's what's going to make it easier for us to get a sense of where, you know, emotionally, right, where those kind of views that they have are coming from and how they're motivated. And I think that's the only way that you can build any kind of consensus, or that you can get these really polarizing viewpoints to engage with each other or do anything with each other at all. The lack of freedom of opinion is growing, and so are the consequences. From the debate on climate change, migration and geopolitics, to even the freedom to make a joke. What happens if we tolerate some views and silence others? Breaking news from Norway, where there has been a terrifying attack. Man dressed as a police officer opens fire at a youth camp. The death toll on the island has been revised up significantly. 84 people were killed at that youth camp on an island outside Oslo. He pulled out a handgun and opened fire at everyone in sight. Police have identified the shooter as a 32-year-old Norwegian and Christian fundamentalist. State television has identified him as Anders Behring Breivik. Online, he expressed right-wing and anti-Muslim view. Breivik spent about an hour, a bit more than an hour, walking around on the island and shooting people. And it's a very small island. And basically, I hid in the forest for quite some time and then ended up
with Breivik finding where I was hiding, and I jumped into the water that surrounds the island, and at one point while in the water I looked back to the island and saw Breivik taking aim at me and firing. And so, you know, I was devastated at that moment. I thought this was my last moment, and that I was going to die now. But he missed, and I managed to make my way around some bushes and hide in the water while Breivik went up on the island and got captured. So that was one of the last things that he did. What was the feeling you were left by, you know, that first week or that first month? I mean, just I was in shock. Like, I mean, everyone would be, I suppose, after something like that. It was a very surreal time, really. How did you cope with that kind of anger or hate? I mean, I never felt really anger or hate as part of my response to what had happened. I mean, it was painful, and it really sucked. It's kind of the best way to say it. But because it was so painful and because it sucked, I wanted to make sure that others didn't have to go through the same thing. And so that's kind of been my primary driver has since then been trying to make sure that people don't shoot at each other, essentially, and try to work against that. And people look at the kind of shallow headlines. Breivik was a far-right extremist. Yes, he was a far-right extremist. He was extremely skeptical to migration. He was extremely skeptical to, you know, any changes in what it means to be a Norwegian Christian man. But no one asked who else believes in this. Who are the people you meet at the pub who say, I agree with Breivik's politics, not with his actions? I've met those people. And they are there, and we need the more open discussion about that. Within Norway, a lot of the media was like, this is an extreme outlier of Norwegian society. Breivik is not one of us. And we see that every time there is a terrorist attack across Europe, there's this attempt at distancing ourselves. So like when there was an attack in Brussels at the airport, no one really spoke about the fact that the terrorists grew up in Brussels and had lived there for, you know, however long. We failed to look at our society after Breivik attack as well and say, what made someone become like Breivik? What in our society made Breivik be Breivik? And if we fail to see that these people are here, and if we fail to have conversations with them and listening to them and seeing them and saying, you are someone we are willing to listen to, then we are failing as a society to be inclusive and include also those who might disagree with us. And that can lead to terrible frustration and people feeling isolated and feeling angry and finding no other way of expressing their anger than through violence, which is what's been happening over and over again, sadly. In about 3 years, it's 10 years ago, yeah. Then we were remembering the shooting at the island. Yeah. What should we remember? Remember that there are people who are extremely angry and upset with how society works. There are people who feel they are not being heard and not being seen. And I think remembering that there are these people who feel underrepresented and who don't feel that they are part of the society and community in the way the rest of us is. I think that's kind of the most important thing to remember and try to include as many people as possible into our society and be open to listening to people who have a different experience and different worldview than what we have. People might still have weird opinions and things like that, but at least I want to disarm them and make them not shoot at each other. Well, having discussions have become so difficult in a time of political correctness, identity politics, and fear of offending, right? With a fear of offending and a kind of anger against being offended, and
the repression that sort of comes with that. Like, I have the right not to be offended is what a lot of people are saying. And I don't think that's true. Like, you have the right to be offended. You should be grateful that you have the right to be offended. That's part of having freedom of expression. It's part of having the freedom to debate which direction we are going in as a society. So, you know, a lot of people will purely say you're wrong and your worldview is wrong and things like that, instead of being open to listening to each other and speaking to each other. Like, a large part of conversation is listening. And I think in what's been happening across media lately is everyone's gotten access to a microphone. We all have social media, we all have like our outlets. And so right now we are kind of in a way where everyone is talking, but people have forgotten to listen. Said that you went back to the island with someone from the radical right. Why did you do that? I think it was important to show him the place and tell him what had happened there. So yeah, that was kind but of. But why did you do that? I mean, well, to have a conversation about the hatred that drove Breivik and the things that led him to his actions and trying to understand that better. And so I was interested in learning about what the perspectives of someone like Breivik was. And so that was part of why I brought this guy who founded the largest neo-Nazi network in the world out there, but also why I've been doing a lot of the things I've been doing since 2011, by going around and having conversations with people from the far right and having conversations with Nazi organizations, but also people from the far left and people from Islamist organizations and so forth. Like, I'm just trying to learn and listening to them. And in that process of listening to them, they often feel that this is kind of the first time someone who doesn't necessarily agree with them is willing to listen to them and have a conversation with them. How do you see the future? Where are we heading to? I don't know, but I think there is me and there's other people like me who are working to create these spaces. And even though conversation seems to be segmenting right now and conversations seem to be shutting down right now, I think that space will open up again and we will start having more common ground for conversing. I mean, each of us have, you know, a bit less than 100 years on this planet, I guess. And so within that space of history, a lot of different things happened. Certainly did for the last 100 years, and it certainly will for the next 100 years as well. And so I think every generation strives to leave the place a little bit better than how they found it. We don't necessarily, all of us, agree on what that looks like and what the path towards it looks like. But no, I think we can at least all appreciate that we are trying to strive towards the same goal of making the place a little bit better. That is a good place to start talking to each other. Extreme worldviews are not dangerous in themselves. Not wanting to understand them, however, is. Confronting our paradigm with different views is the only walk to real progress. Even if the whole community is disagreeing in opinion, it doesn't say it's wrong. It's different, and it has a reason.
it's written all over the place in the Western media. Alexander Dugin, you are the most dangerous philosopher in the world. Why should I fear you? If I know this label, I know this way to call my ideas, and I am very proud of it, to say the truth, because I think that to be human is very dangerous. And to be human is first of all to think. Thinking is always on the edge of the madness, because the roots of the thought leading into a very difficult field of being. In that way, I'm not afraid or to destroy the conventional wisdom. And if you go this way, you should be ready to receive the counter punch, I would say. What is your biggest threat? I'm against, absolutely against liberalism. I think that is the most dangerous, most threatening philosophy and ideology of history. Liberals, they say, we should destroy any kind of collective identity in favor of individual. So individual should be affirmed, that everything else should be refused. What is the danger? We are totally alienated from ourselves. We are losing our identity. Some centuries ago, we have chosen the way of technology. So we try to submit ambience and nature to our will and to our reason. So we have lost the contact with our inner being. We are totally exteriorized. We have passed to the objects from our subject. We have lost our souls. We have killed God. And after that, now we are killing the man, exactly in the same way as we have killed God. We have lost spiritual interior dimension of the being. We have put everything into becoming. We have lost our identity. And now we are on the edge to be replaced by post-human species, and I think artificial intelligence, it will the last step in the same direction. That will be, and after that there will be no more humanity. Strong artificial identity is precisely a kind of simulacrum of human subjects. Without this inner dimension that we are losing now. Maybe we have already lost it. The majority of our demands, of our desires are kind of mechanical. We are already the machines of consumption. In the modernity, the technological development, the progress, is considered to be a destiny. So to be something we could not change, and we are obliged to follow. But that is a totalitarian way of thinking. The real liberty would consist presenting this technological way, achievement, progress, all technical expansion, free market, democracy, as a choice. Because conventional wisdom says that is a kind of the only way to go, it's to go in that direction. Direction is considered to be something we could not choose. And that is real and progressing totalitarianism. You are obliged to be or to become liberal, but you could not to be liberal. Do you see the phenomenon of demonizing the other view or silencing the other view? Do you see that in Russian as strong as we see it in the West? We had a very, very strong repression during communism with prohibition and oppression. And there was a kind of already acquired truth
and we were obliged to follow this line. But after the end of the communism, we had almost immediately the other kind of oppression, liberal one, and that is ideological pressure. And it was very similar to communist one, because we have seen how an educational system that is implemented this ideological certainties, conventions. Okay, communism, fascism, socialism isn't working. You say liberalism is not a good idea. What should be the idea to come together? Recognize the right to have the identity to the other. So when we should not deal with one other. There are so many others. We need peace between the peoples. We need to fight for the power of the people. And we should not be caught in the trap of this hatred. So blame Russian is very, very bad strategy. And that is a strategy to provoke the hatred, the war, and not dialogue. I don't think that the Russia is the center. Not at all. Russia is one of the cases, one of the poles of multipolar world, and we need to fight together, the peoples of Europe and America and Africa and Islamic world, against the elite of Europe, of America, of Africa, of Russia. Globalization is monologue of the West. It is not dialogue or polylogue. I think that we need to recognize the right to any society, any people, and only in this dialogue of all these carefully studied and with accepted as human dignity, purely humanistically accepted partners, we could arrive at something like globalization, or not globalization, but a kind of concert and symphony of humanity, symphony, not only one note. And that is how we could win them. Links abbiegen.